Ja, etwas ratlos, ob der Fülle eines Videoeindruckes über Tourismus als Corona-Opfer, was von der Wiener Universität jetzt bei YouTube eingestellt war, sitzt man hier, Ralf, so etwas grenzwertig an Kopfschmerzen. 2 Stunden, das war schon ganz schön happig, das bin ich auch gar nicht mehr so gewohnt. Es schiebt mir meine Frau in den Kissen, da müssen wir doch demnächst mehr Film machen auf dem Kissen und dann Kopf, das ist ja ganz schön gemütlich jetzt. Damit du besser reden Ganz. kannst, damit man dich besser hört. Ja. Ja, es war schon hochkarätisch besetzt. Zum einen von diesem Universitätsprofessor, dann von der Leiterin von dem Genau, vom Hotelverband war das. Hotelverband, dann vom Tourismusverband Verband. und von Nee, Niederösterreichs auch Tourismusleiter Tourismus. wahrscheinlich war das. Ne? Und dann eben halt der Moderator, der Vom Standard. die Fragen koordiniert hat. Auch das war ein Chat, zu dem man sich hätte anmelden können, Ja. wenn wir Studenten gewesen wären, wahrscheinlich, oder irgendwie so ein Nee, wir haben es Login. doch verschlafen. Sonst hätten wir das bei YouTube direkt da rangehen können. Wir können ja auch so einen Stream machen, da können die Leute, aber wir haben ja nicht so viel Zuhörer, Nee, im ich Chat habe. uns Fragen stellen, Ja. wie es uns geht. Ich habe hier vorher versucht, das uns da einzulocken und einzutragen, und das hat nicht geklappt auf Ach dieser so. Und da Uni-Seite. meinst du, das konnte man gar nicht dann im Und Chat. Hat er nicht am Anfang gesagt, da rechts ist ja oft sowas, bei der Kirche auch. Die machen sie, überbringen sie den Login oder Gottesdienst. was? Nee, da kannst du rechts dann Fragen stellen, Kommentare geben. Aber es ist ja auch ein bisschen gefährlich, nicht, dass dann irgendwelche dummen Äußerungen oder aggressive Äußerungen da mit reinkommen. Vielleicht hast du auch recht. Wir werden es aber jetzt nicht feststellen können. Ja, also ja, ungewohnt, wie gesagt, diese lange, für uns relativ lange Dauer von 2 Stunden, kompakt Wissen und PowerPoint-Präsentationen und Prognosen und Rückblicke, ein Einbruch wie Stand 67. Stand 67, 60. ja, So so weit eine ist er an Übernachtung. Übernachtung. Sind Sie jetzt zurückgefallen auf den Stand 67? Und es wird Jahre brauchen, Um da bis Sie wieder wieder hin. überhaupt auf diesem Stand sind. Eine sagte, glaube ich, von den Diskussionsteilnehmern, sie glaubt nicht, dass Sie da nochmal Hinkommen. hinkommen, ne? Ja, weil was deutlich auch wurde, ist, dass Österreich zu 75% vom Tourismus lebt und es nicht keine Alternative ist, jetzt die Industrialisierung hier voranzutreiben, sondern eigene Wege zu finden und zu gehen mit den ortsansässigen Unternehmen, Landwirtschaft. Was war noch? Ja, wahrscheinlich Landwirtschaft, Forstwirtschaft, dann auch E-Biking und Ja, Natur und Wellness. Ja, das war das, ne? Und interessant. Gesundheit und Ja, Wellness und noch und interessant war auch, der aus Niederösterreich sagte, sie hätten die höchste Anzahl von Inlandübernachtungen überhaupt seit Bestehung der Zählungen gehabt. Ja, weil die Österreicher natürlich auch im Land geblieben sind und sind sie eben auch mal nach Niederösterreich gefahren. Ich weiß gar nicht, was es da so zu sehen gibt. Weißt du das? Ach. Nein, ich habe nur mitgekriegt, Fahrradweg Fahrradwege, genau. und viel Grün und Seen und Berge, naja. Und also 28, Kremser ja, liegt. also 28% der Hotels rechnen damit, dass sie innerhalb der nächsten 3 Monate insolvent werden, Dass sagt sie er dann sich nicht direkt. halten können, ne, Nicht trotz. halten können, trotz staatlicher Unterstützung. Ne? Ja, und dass es ganz schwierig für die Branche ist, jetzt Lehrlinge auszubilden, zu halten und dann eben da auch ein Engpass absehbar ist, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Und ja, es war schon sehr aufschlussreich, aber so emotional erreicht hat mich Nee. kaum etwas jetzt. Nee, emotional, die waren auch nicht so emotional drauf. Ne? Aber eh ist noch die Hotelfrau, würde ich sagen.
Ja, die war überzeugend. Das Hotel in Wien an der Stadthalle, das ist ein Boutique-Hotel mit Bio- und klimaverträglichen Konzepten und so eine Art Vorreiterrolle für die Zukunft, hat er auch sich gut in Szene setzen können mit ihrer grünen Hotelfassade. Und wir haben uns das auch noch, ich habe das mir im Internet schon mal angeschaut, also auch noch vertretbare Preise, aber und ganz nett geschrieben, wegen weltweiter Renovierung haben auch wir geschlossen und freuen uns auf Genau. die Zeit, wenn wir bald wieder öffnen können. Ne? Oder, Ja, und da war eben dann auch so ein Ausblick, wie das in Zukunft denn sein wird. Ob die Leute, wer wird denn da kommen? Und da hängt es natürlich schon wesentlich davon ab, das sagte auch der eine, er hätte irgendeine Bekannte, die da oder selbst nach China, wenn man jetzt nach China fliegen will, weil das ein Ziel ist, vielleicht was sogar Corona-frei ist, musstest du aber auch 14 Tage vorher in Quarantäne, 14 Tage nachher in Quarantäne und dann der ganze Papierkram, da hätte er keine Lust drauf. Das merken wir schon, wo wir jetzt demnächst nur mal über nach die Deutschland Grenze, ne? über die Grenze wollen. Da liegt auch Papier, die Barbara recherchiert immer, ist es dies und das, da weiß man immer noch nicht 100% sicher. Das haben wir ja bei Wilma gemerkt, auch weil er ja tatsächlich rüberkommen, rübergelassen werden und auch wieder zurückkommen. Ist ja auch noch wichtig. Das Naja, also ist. es steht und fällt mit diesen Quarantänebestimmungen. Wenn wir es innerhalb von 24 Stunden schaffen, ist es wohl zwischen Bayern als Land mit deren Bestimmungen möglich und vorstellbar, aber Reisen durchs Land ist keine Option, nur aus zwingend notwendigen und unaufschiebbaren Gründen. Und das macht es für uns ganz Ja. schwierig bis unmöglich. So im Prinzip müsste man die Situation abwarten, bis die Bevölkerung durchgeimpft, also nicht durchgeimpft ist, bis diese Herdenimmunität Da ist. ist auf beruflich, das ist schon ein harter Brocken. Also wie sich das wieder erholen soll. Ja, oh, Und ich weiß nicht. Digitalisierung war eben halt auch ein ganz, ganz großes Thema, dass eben das Reisen dadurch auch sich was heißt erübrigt, also anderen Zielen oder eine andere Zielgruppe erreicht wird. Städtetourismus ist vorstellbar und wie heißt das so, wenn man in die Umgebung fährt? Sommerfrische. Ah, Sommerfrische, Das wäre genau, das neue sollen Schlagwort. Also ja ab in die die Sommerfrische. Inländer, ab in die Sommer. Das war früher mal um Jahrhundertwende, ne? Ja, Hieß es in die da mit Sommerfrische. den Schrebergärten aufkam. Genau, Ja. jetzt in die Sommerfrische oder in Deutschland bestimmt. Da fahren jetzt wieder ganz viele an, wir ja selber auch, haben uns ja schon ganz viele an die Ostsee oder Ja. an die Nordsee, aber nicht mehr an die Adria eben, ne? Sondern das Ja. ist dann da die Sommerfrische. War das schon Ja. früher. Meine Vor die Mutter hat Tür. das mir immer erzählt, sie wären auf Rügen gewesen. In der Sommerfrische eben. Davor war ich noch in den 50er Jahren gab es ja noch gar nicht diesen Pauschaltourismus an jeden Ort der Welt. Ne? Ja. Und interessant war auch so ein Blick in die Zukunft, dass man da demnächst vielleicht auch das ganze Jahr über Fahrrad fahren kann und Mountainbiken, dass das eben Genau, dass ganzjahrestauglich konzipiert werden, so vorstellbar ist, dass das konzipiert wird. also Ne? statt Skifahren, Statt also dann das Skifahren. wäre dann wirklich, wenn man ganzjährig dann eben auch mit dem Fahrrad fahren könnte. Das war dann, Fitness und war am Ende, Wellness, wurde da noch so ein ja. Ausflug gemacht, wie man denn mit der Klimaveränderungen zugeht. Ne? Und das wäre vielleicht dann die Zukunft. Für die nächste Generation. Option. Jetzt erstmal bis morgen. Baba. Baba.